Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Nether. Jo, die letzte Folge war richtig erfolgreich. Ich gehe auch direkt mal auf den Server. Aber erstmal gebe ich mir hier noch 4 Pünktchen rein. Aber wenigstens ein bisschen Panzerung. Können schnell rennen, hochhüpfen. Ja, weit rennen ist immer gut. Weil, ja, mal gucken, wer uns da so angreift. Gut, ich gehe mal auf den Server drauf. Spawn ja jetzt so ein bisschen random. Oh, oh, mitten in der Stadt. Das ist nicht gut. Der Server ist nämlich rappelvoll. Es gibt wieder nur einen einzigen Server pro Region. Also jetzt ja neu der EU Central Server. Dann US und der EU Server. Und der war rappelvoll. Ich guck gleich mal. Ich muss erstmal ein bisschen in Sicherheit. Guck mal den Rucksack. Werden sowieso gleich erschossen. Oh, die Taschenlampen, die sind wertvoll mittlerweile. Die kann man verkaufen. Wusste ich gar nicht. Ist neu wohl. Alles ist ein bisschen wertvoller geworden für ein Geld her. Ist das eigentlich eine ganz coole Sache? Mal was an der Seite legen. So. Stört. Headset. Wir sind schwer bewaffnet mit der Crew. Und wie gesagt, ich lasse hier keinen eigentlich mehr überleben, außer er läuft wirklich mit dem Messer vor mir her. Und kann offensichtlich nichts dafür, dass er existiert. Dann kill ich ihn auch nicht. Aber wir gehen jetzt erstmal hoch, dann gucken wir auf der Map mal drauf und oh, ich dachte, da wäre was. Blödes Licht. Und dann gucken wir mal, wo wir hingehen können. Und was ich so gekriegt habe, die letzte Folge, habe ich ja gut Geld verdient. Ey, eine Kommode. Tumbuchka. Die machen wir mal leer. Und es gibt lecker Dosenfutter. Das esse ich sofort. Mein Hunger ist ja eh nicht so der beste. Boah, so wenig gibt es da nur für. Sind wir schon ganz oben. Jetzt, ich weiß noch gar nicht, wo ich bin und ich glaube, jetzt weiß ich's. Meine Lieblingslootstelle von früher. Ich flitze mal schnell hier hin und bleib ich mal hier so. Oh gut, sogar Loot. Hier ist aber nicht die. Bin ich der Einzige, der hier die Stelle mag. Da sind so einige Spieler. Und nicht stören. Dann mal viel Erfolg. Ja, er hat gefragt, ob ich Hilfe brauche, aber ich sag, gegen die Hacker kann man nicht viel machen. Wie gesagt, ich spiele ja gerne, wenn ihr mit auf dem Server seid, einfach einladen. Ich gucke, ob ich es bemerke und dann nehme ich es natürlich an. Ich wollte ja gucken, genau. Jetzt weiß ich ja, wo ich bin. Da unten nämlich. Das ist ein Nether Reaper, Nether Reaper. Ja, wir looten heute diese Folge und eventuell einen kleinen Fight bekommen. Habe ich letzte Folge richtig viel Cash eigentlich und ordentlich gelevelt. Das hat alles ganz gut geklappt. Wir können jetzt schneller rennen, wir können höher hüpfen. Soweit läuft es mit dem Skillen. So, einmal ganz kurz abgecheckt, nicht, dass da einer ankommt. Und ja, wie gesagt, die letzte Folge war gut. Die war angenehm. Kein Hacker, kein Speed, Hack, Kill. So, ich hau mal schnell ab. Ich mag es nicht so oft, die Dächer. Mit einer Crew natürlich gut. Aber ich bin ja nicht gezielt auf Spieler-Kill-Suche. Der Reaper überlebte. Und wir holen uns so ein bisschen Mumpeln. Die können wir wirklich irgendwann mal wieder gebrauchen. Wenn wir sie mit so Safe Zone bekommen. Das sind mal die Streifzüge, die wir machen, um uns zu bewaffnen und. Leider ist ja in dieser so, wer einen zuerst sieht, der gewinnt. Okay, bei mir ist es meistens nicht so. Jetzt gehe ich zu einer ganz doofen Stelle. Ich gehe nochmal hier kurz hin, ich zeige mal, wie viele auf dem Server sind. 55 Spieler. Stehe ich gerade ganz doof, um sowas zu gucken. Ich habe jetzt auf der Schnelle keinen hohen Ping gesehen. Vielleicht haben sie es ja doch im Griff. Es kam nämlich heute wieder ein Update raus. Irgendwas mit 150 oder 200 MB, ich weiß nicht mehr. Und ja, irgendwie schreiben die ja gar nicht mehr in der Patch Notes rein oder sowas. Es gibt ja keine Patch Notes mehr. Das ist ein bisschen doof. Da weiß man gar nicht, was die gerade verändert haben. Selbst auf die Seite von den Entwicklern finde ich da nichts. Komm, Abkürzung. Huah. Bisschen Lebensenergie haben wir sogar schon als Reserve. Ist ja super. Gewehrmunition. Ah, der Rucksack. Feuer macht uns immer noch nichts, soviel ich weiß. Wir sind absolut hitzeresistent. Eine Haut aus Teflon.
Ganz kurz Ausschau halten, weil ich stehe jetzt ein bisschen doof an der Kante. Oh. Level 16 erreicht. Und schöne Teile. 30 Minuten Überlebensbonus, 250 XPs. Komm ins Haus geflattert. Lauf, 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 lauf. Und wir müssen uns irgendwo sichern. Ich will, mal schön die Augen aufhalten. Hier ist ja noch der kleine Trick. Ach, das ist alles schon. Das ist ja schon eine alte Schule. Hier auf dem Zaun landen, damit man keinen. Ne! EPs verliert, wie ich jetzt. EPs ja schon HPs. Und wollen doch dann langsam aber sicher Richtung Safe Zone. Und eventuell mal wieder seit langem mal wieder unterirdisch. Wenn es hier überhaupt irgendwo reingeht. Na, was haben wir denn hier? Da geht's runter. Ich sehe auf Anhieb kein Loot. Und wenn einer hier ist, dann muss man einen schnellen Überraschungsangriff starten. Ja, mit der Crew ist das natürlich, das ist nicht die Nahkampfwaffe, die ich wählen würde für Nahkämpfe. Boah, wenn es dann da kommen würde, hätte er überhaupt keine Schnitte. Aber so ist das halt. Wir haben gerade ein Waffenteil gesammelt, das war Automechanismus, das ist ganz gut. Ein ganz angenehmes Teilchen. Und weiter geht die Reise Richtung, ich weiß gar nicht wohin. Wir könnten ja versuchen, hier in den großen Lakeside Safe Zone reinzukommen. Das ist natürlich sehr gewagt, ne? Keine Frage. Das Annähern an der großen Safe Zone ist gefährlich, aber das ist ja mein zweiter Vorname, Nessa. Ne, eigentlich ist das das Sterben. Oh. Also Toiletten gab es absolut genug auf dieser Welt. Da hatte kein Mensch, musste irgendwo in der Ecke pinkeln. Loot drin. Schön die Augen offen halten. Golden Pixel sent you a group invite. Kenne ich jetzt nicht. Oh, wir sind schon überladen. Aber nicht mit Money. Da kann ich immer noch ein bisschen was dazu packen. Und so ein paar Mumpeln passen ja wohl auch noch. Genau. Zap. Vielleicht eine Packung Kaugummis noch. Ah, super. Hör ich Schritte? Nein, ich höre keine Schritte. Warum denn? Crunchy Benz, eine Tüte Chips, die kann doch nicht so viel wiegen. Eine verfluchte tote Chips. Boah, haben wir viel Ausdauer. Extrem. Oh, oh, oh. Die Welt ist reich bestückt mit Loot. Aber der wirkt immer noch so unglaublich random, dass man gar nicht weiß wirklich, was man davon halten soll, wo was liegt. Wie hier. Unaufnehmbares Kaugummi. Naja, das Spiel gibt es ja erst seit einer Woche. TNC, den kenne ich. Ich nehme einfach mal an, auch wenn wir in der Folge es wahrscheinlich nicht schaffen werden. Was war das? Galt das mir? Das war über mir, ne? Hier laufen noch keine Viecher drin rum. Jetzt hab ich Schiss. Und esse, ne, schlürfe ein Wasser. Und kann das andere dummerweise dann auch nicht mehr aufnehmen, obwohl mir eins eigentlich fehlt. Doch, geht. Na, nicht so viel meckern, lieber Timmy, nicht so viel meckern. Seltsame Geräusche. Aber wir haben es überlebt. Soweit. Eine Minibar. Oder was heißt eine Minibar? Eine fette Bar. Und dann nicht Loot. Ah, ich hasse es, weil von hier aus kommt dann gerne mal einer runter. Wir sind nämlich jetzt schon ziemlich unter der Safe, also weit dran. Aber 9 mm möchte ich gerne haben. Super. Mann, sind wir fix, ey. Was ist da denn? Money? Oh Gott, hier hat noch keiner gelootet. Warum liegt denn so viel Geld?
Nicht, dass ich dagegen wäre, aber wir verlieren ja sowieso so unglaublich viel, wenn wir sterben. Auf jeden Fall eine Menge, Menge Bubblegums, ne? Nix. Treppen. Ja, ich bin ein bisschen... Also man kann das 1000 Stunden spielen, man hat trotzdem immer noch Chiss in den Spiel. Wieso kann ich das denn jetzt aufnehmen und das andere nicht mehr? Ist mein Rucksack von der Kapazität voll oder was? Oh, wir sind überladen. Das Spiel toleriert sogar noch ein bisschen, aber die Dinger hier sind auch wahrscheinlich nicht so leicht. 5 Kilo 1 oder Pfund, was auch immer das da ist. Wir müssen dann in der Richtung raus. So. Ja, man fühlt sich nicht wirklich sicher in der U-Bahn, aber... nein, wie doof ist das denn? Da bleibt er da hängen. Beeil mich. Es wird nämlich total riskant hier. Oh, was ist das für ein fieser Schatten? Habt ihr den gesehen? Da stehen sie alle. Die wollen einfach nur killen. Wir sind aber jetzt safe. Das sind die, die ich echt nicht raffe. Wo ist der Kollege? Da oben. Den gehen wir gleich entgegen. Als Missionsziele sozusagen. Oh, exciting safe zone. Schnell wieder safe hin. Wer weiß, wie lange die das hier machen schon. Gott. White Cube. Äußerst seltsame Menschen. So, verpulvern wir unseren ganzen Kram, verbunkern wieder alles und ja, das war erfolgreich schon wieder. Schon wieder ohne Hacker, aber auch komplett ohne Gegner. Jetzt gucken wir mal, was wir dafür kriegen. Das hat mich vorhin schon so interessiert. 120 Dollar für eine bescheuerte Taschenlampe. Finde ich sehr, sehr angenehm. Wir kriegen immer mehr Kohle zusammen. 11 Dollar nur. Naja, ich weiß nicht. Sollte doch ein bisschen mehr wert sein, finde ich. Eine Packung Kaugummis ist dafür 21 Dollar wert. Ein Baseballschläger. 13 Dollar, da ist ja besser, die reinzupacken. Guck mal hier. Salz, habe ich nur vergessen. 21 Dollar? Ne, das war ein Chewing Kit, war kein Salz. Völliger Blödsinn, den ich hier quatsche. Völliger Blödsinn. Und Automechanismen haben wir schon, ganz schön viele. Jetzt können wir uns eigentlich auch wieder die Pistole gönnen, als Sicherheitswaffe, mit den 13 Schuss. Oh, wir machen uns. Chips ohne Ende, ab ins Lager. Was soll ich auch mit Chips eigentlich? Den essen wir gleich, den Kram. Komm, müssen wir jetzt nicht zu viel verlieren auf dem Weg. Hier, das ist auch noch top. Oh, da haben wir auch schon ganz viel gesammelt. 50 Schuss. Sehr nice. Oh, die müssen wir auch noch wegpacken. Ah, das ruckelt immer so seltsam. Ich weiß nicht warum. Tiefer unten ist nix. Und wir haben wieder ein bisschen Platz im Inventar und können jetzt wieder ein bisschen looten gehen. Ich versteck mal meine... Ja, hallo. Pistole lieber rausholen anstatt die Crew, damit ich nicht ganz so verfolgt werde. Und jetzt geht's Richtung Kollege hier, wer auch immer da kommt. Wie heißt er? Da ist er schon. Boah. Ist er dann geflogen? Respekt. Kann ich laufen? Jetzt kann ich wieder laufen. Und werde mit Sicherheit sofort erschossen. Hier sind überall die... die Gucker. Aber diese Richtung, gar nicht so weit. Da kommt gerade einer frisch vom Looten wieder. Ist auch der stark vertretene Tribe hier, dieses STKR. Ah, wir können ja noch die Sets und so weit ausnutzen. Boah, ist das schnell mit dem Schnellrennen. Sehr, sehr angenehm. Und jetzt müssten wir, jetzt sind wir wieder raus aus der Safe. Und ich schaff's bis zu dem Gebäude mit der Ausdauer, ja. Ich sehe jetzt gerade nicht viel. Oh nein.
Das ist die Safe Zone und Crawler ohne Ende. Nee, zu dem Loot gehe ich nicht. Da bin ich viel zu feige. Hol mal wieder die Crew raus. Ach, er geht Richtung Safe, er hat sich gesehen. Verdammt. Hat er denn was im Chat geschrieben? Ja, wohin gehst du? Dir entgegen? Hab ich's verpeilt. Okay, der galt mir. Nee, nee, hier schieße ich nicht. Und Level 17. Und die Buttermesser werden immer besser. Ein nicht ganz so stark vertretender Tribe hier. Oh, war der gerade auch schon da? Sehr angenehm. Ab ins Magazin damit. Auf einer super Rechnung unten gewesen, habt das beobachtet. Oh, da läuft ein Golem. Was ist das Rote gewesen? Irgendwas. So, dann gucken wir nochmal, wo der Kollege ist. Oh, das ist eine Safe Zone. Gut, ich kann da oben lang gehen. Richtung MTO. Hätte auch ein Paket mitnehmen können. Vielleicht sollten wir... Mann, sind die dämlich. Ich bin so nah an der Safe. Für so eine Gaudi hier. Naja, er fängt nochmal von... Ups, Entschuldigung. Er fängt nochmal von vorne an. Und wir sollten doch vielleicht doch besser lieber Richtung Safe gehen. Wenn er schon der Kollege ist. Das steht in der Safe. Ja. Ich hätte fast geschossen. Dabei ist er das ja. Gar nicht so schnell erkannt. Ja, das ist dieser rote Schriftzug. Und mein Chat geht wieder nicht alleine. Ich kann ihn ruhig antworten. Group. So. Immer schön Leute zu treffen. Aus der Gemeinschaft. Oh ja, ein S vergessen. Nö, eigentlich brauche ich nichts. Eigentlich nicht. Danke. Und meine doofen Smiley-Dinger da. Zwinkeraugen. So, er hat nicht schnell Rennen geskillt. Ich gucke mir nochmal ganz kurz an, ob es hier ein Paket gibt, was wir als Paketdienst benutzen könnten. Und zwar liegen die ja extrem verstreut hier in der Safe Zone rum. Und sag ja schon mal, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Nessa. Mal schauen, vielleicht nehme ich jetzt den Anschluss direkt weiter auf. Mal gucken. Bis dann.